zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Südhämmern im LS19. Ja, wir haben, oder ich habe gerade mal kurz den Anhänger hier aus dem Weg fahren müssen. Wir hatten ja am Ende der gestrigen Folge gesehen, dass da der Kollege mit dem Ladewagen nicht durchgekommen ist. So, das haben wir auf jeden Fall behoben. Wir sind leer, das heißt, wir können den Anhänger erstmal beiseite stellen. Den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Und im Grunde, wir hatten ja uns überlegt, ob wir uns noch einen zweiten oder noch einen weiteren Traktor holen zum Pflügen. Also im Moment hätten wir ja hier den New Holland frei. Den werden wir auf jeden Fall gleich mal mit dem Pflug auf das Feld ansetzen. Weil das Düngen geht voran. Dann haben wir hier, denke ich mal, genügend Spielraum. Wir können ja gleich mal gucken, was wir an Traktoren haben. Vielleicht mal irgendwas, was man noch nicht so in den Let's Plays gehabt hat. So, komm, auf jeden Fall setzen wir hier mal den Helfer an. Lass uns doch einfach mal gucken. Es reicht ja wirklich ein Kompakttraktor. Ja, irgendwie. Was haben wir hier? Ne, den T6 haben wir ja. Valtra Hightech. Mal gucken. Der sieht, auf dem Bild sieht er irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Nö, der gefällt mir nicht. Ein Case Puma. Der sieht doch auch ganz nett aus. Gucken wir mal. Der sieht doch flott aus. Ja, den könnte man durchaus mit Breitreifen, ja, Breitreifengewichte, ja, Warntafeln, ach, das ist hinten, ja. Boah, die nehmen wir auch. Terminal, Amazone, Lemken, Kuhn, ja, nehmen wir alle Terminals, wenn schon, denn schon. GPS, ja, und wir nehmen selbstverständlich gleich die größte Motorausbaustufe, 270 PS, Frontlader brauchen wir nicht, 230.000, egal, holen wir uns jetzt, fertig. So, das heißt, wir müssen mal gucken, da ist er. Ja, boah, Terminals ohne Ende, perfekt. So, gucken wir gleich mal. Ja, alles. Ne, Blinkeranzeige hat er keine. Na gut, egal. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Traktor. Da holen wir jetzt gleich den zweiten Flug und werden den dann im Grunde ansetzen, sobald der hier mit dem Düngen fertig ist. Ja, auf jeden Fall haben wir mit dem hier einen schönen, powervollen Mittelklasse-Traktor jetzt nochmal. Dann müssen wir hier mal kurz warten. Wie sieht es denn hier aus? Ja, du fährst hier durch die Gegend. Ja, guck mal, der ist fertig. Aber wo willst du jetzt hin? Ich glaube, du willst jetzt zum Startpunkt wieder fahren, ne? Ne, machst du nicht. Dich nehmen wir gleich wieder mit. Du wirst abgeladen und dann gehst du rüber aufs nächste Feld.
Wir haben ja wie immer keine Zeit zum Pause machen. So, und das ist dann auf die 4 musst du rüber. Erstmal zum Rüberfahren machen wir das so. Dann aber schon mal dreschen. Feld 4, 13,50 Meter. Den nehmen wir schon mal. So, du machst rüber. Ja, du brauchst hier immer noch, ja, wissen wir. So, wo ist der? Den da brauchen wir jetzt. So, entlassen, zusammenklappen. Wie sieht das? Die 8 muss gekalkt werden. Aber wir können die ja zuerst düngen. Oh, da kommt ein Ladewagen. Düngen wir nämlich die 8, holen den Kalk. Oh, hier ist ein Verkehr. Da holen wir den Kalkstreuer rüber. Machen die 8 dann im Grunde danach auch gleich. So, düngen Feld 8. Dann wäre nämlich die 8 grober fertig, sozusagen, wenn wir die gekalkt hätten. Boah, das sieht, glaube ich, dann ganz gut aus. So. Ja. Fahren Sie durch. Du machst los und oh, wir schnappen uns den hier. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Hier. Stopp. Jetzt müssen wir nur hier nochmal diesen Rundkurs machen, um das Feld. Das ist ja dieselbe Geschichte, wie wir es schon hatten, bei der 4 wegen der Feldausfahrt. Das heißt, wir machen hier mal den Modus an. Das heißt, wir machen von hier aus. Einmal hier einen Rundkurs. Damit der Strohsammler quasi, wenn er aus dem Feld rausfährt, nicht irgendwie in die Bäume reinknallt, sondern wirklich direkt fahren kann, wobei wir hier ja rein theoretisch jetzt hier den Kurs nehmen können, weil da ist ja jetzt nichts mehr. Da müssen wir den nur verbinden. Unten rum ist ja jetzt Kurs, das passt. Jetzt müssen wir nur den Start noch schnell zusammenknubbeln. Und dann kann der hier loslegen. Wir können dem aber hier schon mal sagen, abholen und abliefern von Feld 4 zum Strohlager. Ach gut, da vorne ist jetzt wieder ein kleiner Stau, weil der nicht durchkommt. Ja, beheben wir gleich, beheben wir gleich. Immer mit der Ruhe. So, einmal neu berechnen wieder. So.
sagen hier Feldarbeit. Wir machen hier den Editiermodus aus, den brauchen wir nicht mehr. Und das sollte rein theoretisch funktionieren. Ja, probieren wir einfach. Genau, wir haben gesagt, wir wollen den Kalker hier haben. Dann nehmen wir den doch auch gleich mit. Ja, ist schön, wenn wirklich auf allen Ecken jetzt was läuft. Man hat wirklich was zu tun hier. Ja, so liebe ich das, wirklich. So, wir müssen hier einmal GPS kurz einstellen. Nord. Hallo? Habe ich hier keinen? Das wundert mich jetzt aber. Hä? Gut, dann müssen wir da mal schnell einen Kurs einfahren. So, dann speichern wir den unter Nord-Süd. Speichern. Automatisch 18. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Sondern wir hatten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 38 Meter. Ups, halt, da sind wir schon zu weit. So. Bisschen rüber. Und los geht's. Die Spritze hängt dann mit dem Flug zusammen. Müssen wir uns drum kümmern, nützt nichts. Weil das ist wichtig. So, jetzt kannst du weiter. Du kannst weitermachen und wir könnten eigentlich schnell mal den da auch losschicken. Sonst wird das hier gar nichts mit dem Flügen. So, Helfer an und los geht's. So, du machst jetzt hier hoffentlich gut weiter. So, wir brauchen den da. Kalk streuen an und weiter geht die wilde Fahrt. Ich müsste mal gucken gleich, was denn eigentlich die Stangenbohnen an Geld bringen. Bevor wir da jetzt groß sagen, wir nehmen oder wir pflanzen Stangenbohnen an. Wenn die nichts bringen, oh, wir müssen hier erstmal warten. Gut, das verschafft uns die Zeit, da mal nachzugucken. Weil ich denke mal, dass das durchaus was. Ja, 1100. Ich habe keine Ahnung, wie ertragreich es ist, also testen wir. Können wir eh nichts anders machen. So.
Ist das nicht schön, wenn überall die Fahrzeuge am Laufen sind? Da hinten fährt ein Schiff, da fährt der Case Puma, hier der 313er. Irgendwo müsste auch noch der T6 rumfahren. Ja, komm, Spritze dreh. Ich hab's eilig. So, oh, es gehen wieder die Bauarbeiten bei mir da draußen los. Also wenn so ein paar Flexgeräusche sind, bitte ich zu entschuldigen, kann ich im Moment nichts gegen machen. So, der 62, ah, ich habe den 6230 nicht gesagt, dass er Autodrive benutzen soll. Mein Fehler. Ich hoffe, dass das noch geht. Autodrive angemacht, aber ja, das wird jetzt eng mit den Bäumen, oder? Schafft er das? Kommt er rum? Passt. So, es wird jetzt nur noch interessant zu sehen sein, ob das von den Abmaßen her hinkommt, dass der Kollege auch das Silo trifft, richtig? Die Gefahr besteht halt, dass das jetzt nicht ganz so passt, aber naja, müssen wir austesten. So, komm, fahr. Wir müssen eh jetzt wieder warten, denke ich mal, bis da die Spritze soweit durch ist. Wobei, könnte das schon die letzte Bahn gewesen sein? Na, guck mal, wir können schon weitermachen. Wahnsinn. Das passt. Ja, nochmal gerade ziehen. Gut, die Bahn haben wir auch. So, dann geht das weiter. Ja, das läuft, der fährt. Ja, hier müssen wir gleich mal noch kurz gucken. Das schaffen wir genau noch in dieser Folge, ob das passt oder ob wir da irgendwie was tricksen müssen. Interessant, dass er hier jetzt das Ding aufklappt. So. Bitte lade ab, bitte lade ab. Bitte, bitte, bitte. Ja. Wunderbar. So, du hast hier noch zwei Bahnen. Ja. Du bist fertig. Wunderbar. Komm. Zusammenklappen, Kurs weg, das weg. Du fährst mir jetzt zum Hof, aber zum Getreidelager abladen. Weil da ist ja die Flüssigdüngertanke relativ in der Nähe. Dann können wir dich nämlich aufladen. So, aber wir sind dann erstmal durch für heute. Mal ganz kurz gucken, ob der hier ums Eck kommt mit dem großen Ladewagen. Müsste aber klappen. Morgen um 12 geht es wieder weiter hier
Ja, passt wunderbar. Schalt wieder ein. Ich würde mich auf euch freuen. Bis dann.